Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. Ja, wir sind heute auf der Karte Spandau Real unterwegs. Hatten wir bis dato noch nie hier auf ÖPNV-Simulation. Das ändert sich heute, denn heute sind wir mal wieder, wie gesagt, auf Berlin-Spandau unterwegs auf der Linie 236. Das Ganze von Gallenstraße nach U-Bahnhof Haselhorst. Und praktisch natürlich passend zu der OMSI-Woche, die wir hier gerade haben, sind wir heute wieder mit einem Elektrobus unterwegs und das Ganze von Solaris. Ja genau, ihr habt es richtig verstanden, ein Solaris-Elektrobus ist es heute, mit dem wir heute fahren werden im klassisch BVG-Repaint. Hab den Wagen vollgeladen, E-Bus Berlin. Abgasfrei, leise, kabellos geladen und so schaut das Ganze halt dementsprechend aus. Ja, den könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Allerdings, da komme ich nochmal ein bisschen später drauf zu sprechen, ist nämlich gar nicht so, ja, wie man es gerne hätte. Aber nichtsdestotrotz sieht das ganze Modell extrem hübsch aus und tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist sehr interessant damit zu fahren. Gehen wir mal kurz mal hier so ein bisschen rein, ne? Wir haben hier, wie gesagt, die komplette Berlin-Montur hier drin, ne? Also die Sitze passen, typisch Solaris halt, überall die Logos natürlich hier dran, die schönen Sitzpolster hier von unseren BVG oder Oma haben auch nochmal Solaris hier dran klitschen. Ja, großartig, das sieht gut aus. Und sonst, haben wir hier oben noch Fahrgastinformation und so weiter und so fort. Also das kann sich doch mehr erzählen lassen als schöner Hybridbus hier. Bin mal gespannt. Erste Mal, wie gesagt, jetzt damit unterwegs. Also ich habe natürlich schon mal kurz reingetestet. Ja, aber sonst so das erste Mal A, auf der Karte unterwegs und B, ja, mit dem Bus hier. Von daher wird es auf jeden Fall eine sehr interessante Fahrt hier, die wir hier heute haben werden. Also unbedingt dran bleiben. Ja, sonst hier, wie gesagt, überall Solaris, großartig. Das sieht fantastisch aus. Wusste gar nicht, dass es den gibt hier, ne? Wusste ich gar nicht, dass es den gibt hier. So, sonst hier oben die ganzen Dachaufbauten dran, ne? Auch schon repaint, wie gesagt, von BVG. So, los geht's. Wir steigen mal hier vorne ein. Das ist unser Dashboard hier, ne? Wenn wir hier uns so ein bisschen umgucken, ne? Solaris, Spiegel und sowas, wirkt natürlich ein bisschen anders. Da oben sehen wir es, da sind wir auf der 236 in der U-Bahnhof Haselhorst unterwegs. Wirkt auf jeden Fall ein bisschen anders. Die Spiegel sind deutlich größer als im Standard Solaris, den ich ja sonst immer so fahre. Ne? Und allgemein wirkt das viel, viel detaillierter hier, das Ganze. Ja, also sonst aber wird es wahrscheinlich das Modell von Altair sein, der halt dementsprechend nochmal zusätzlich gemoddet wurde oder sowas. Könnte ich mir fast vorstellen. Aber sonst, kann sich das mehr als sehen lassen, das ganze Gerät hier. Schalten wir mal ein, würde ich sagen. Und sonst sehen wir hier, ne, Solaris, wundervoll, startet jetzt hier alles. Und das bootet, System wird gestartet, fantastisch. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was uns hier heute erwartet. So, könnt schon mal hier für die Fahrgäste Licht anmachen, ne, passt. So, 9691. 18.05, zip, und Hauptmenü, so, Linie 236, 000000 auf 3, so, das Ganze geht nach Haselhorst, U-Bahnhof Haselhorst via Wasserstadt, bestätigen das Ganze, Einstieg ist in Gallenstraße, Einstieg ist da vorne, wie wir es so unschwer sehen können, und ja, wir sind eigentlich fast startklar, müssen wir mal die Mutter anmachen. Und noch Fenster auf, ist ein bisschen stickig hier. Oh, jetzt reiße ich hier fast noch Mikrofonkabel raus. Das wäre natürlich fantastisch. So, drücken wir mal die Bremse. So, Elektriksystem startet. Elektriksystem bereit. Zack, Batterie voll. Ihr seht's. Ah, fantastisch. So, dann Vorwärtsgang einlegen, Handbremse raus und vor zur Haltestelle. Vorratsdruck zu gering. Naja, ändert sich gleich. So, hier gibt es dann mal einen kurzen Hänger. Klar, Berlin-Spandau. Ich weiß nicht, warum dieses eine Objekt hier jedes Mal das Ganze echt zum Ausbremsen bringt. Ja, zur Karte. Spandau Real ist natürlich eine Modkarte, ne, die ihr euch runterladen könnt. Ja, die erweitert Berlin-Spandau nochmal um einige Linien, die 136, die 236,
Ja, dann könnt ihr nochmal extra fahren. Ja, wenn ihr nicht genug Spandau habt, dann ja, ladet es euch runter. Findet ihr oder fandet ihr noch im offiziellen OMSI-Forum. Da wird es wahrscheinlich auch immer noch sein. Gehe ich mal stark davon aus, dass ihr euch das da runterladen könnt. So, lassen wir mal hier die Leute hier einsteigen. Ganz geschildert jetzt so dementsprechend. Ja, hier sehen wir es, ne? 236. Faselhaus via Wasserstadt. Ja, den Bus wird es natürlich dann auch geben bei unserer Leitstellenfahrt, aber ich, ja, den gibt es dann auch. Also, wer sich den runterladen möchte, ne, dann habt ihr die Möglichkeit, mit dem hier zu fahren. Praktisch zu unserer Woche, ne, also zu unserem Motto, ne, alles bleibt grün oder irgendwie sowas. Und ja, den könnt ihr natürlich dann dementsprechend auch in Hamburg dann einsetzen, ne, wenn wir unterwegs sind in Hafen City. Ne. Wir hatten ja gesagt gehabt, ausschließlich Hybridbusse oder Elektrobusse. Ja, und wie gesagt, der kommt jetzt mit dazu, ne, falls ihr Bock habt. Der ist wie gesagt komplett kostenlos. Allerdings braucht ihr eh die Karte Hafen City oder Hamburg Tag und Nacht, damit ihr natürlich hier mitfahren könnt. Des Weiteren, ja, der Bus an sich ist nicht der Standardbus, den man sonst sich so runterladen kann, ne? Also von Altair. Das ganze Ding, das ist ein ja, Solaris Urbino Familienpack, das ist polnisch, ja, also das müsst ihr euch dann dementsprechend dort auch runterladen, damit die Mod hier dementsprechend funktioniert, weil diese Mods, die Elektromods, kommt nochmal zusätzlich von irgendeinem, ja, nicht gerade seriösen Seite dazu, ja, also ein unbedingt ein sicheres Antivirenprogramm besorgen, ja, vielleicht ein Programm, was nicht gleich alles wegblockt, das wäre vielleicht nochmal ratsam, weil die Software, also die Website erkennt das und somit habt ihr dann keine Möglichkeit, den Bus, also die Mod dementsprechend runterzuladen. Den Bus findet ihr eigentlich relativ oft, den polnischen Bus, ja, den zuerst installieren und dann kommt die Elektro-Mod mit drauf, einfach alles überschreiben lassen. Und dann funktioniert das Ganze. Macht ihr das nicht, ja, dann habt ihr zwar habt ihr zwar Lenkrad und Dashboard und hast du alles nicht gesehen. Allerdings, ja, wenn ihr dann in die Außenkamera wechselt, habt ihr einfach kein Gehäuse, sage ich jetzt mal, ja, also kein Chassis. Und das sieht natürlich albern aus. Ja, also, wenn ihr den Bus, wie gesagt, haben wollt, dann ja. Pack euch, ich versuche euch. Das Problem ist, ich weiß nicht, ich eher so. Das Ding ist, ich würde es euch gerne in die Videobeschreibung packen. Andersrum muss ich aber dazu sagen, ich will nicht verantwortlich sein, wenn ihr euch irgendwelche Viren oder sowas runterladet. Ja, dann heißt es nachher, ja, beim Bio, der Link ja und so hier und jetzt habe ich ein Virus drauf. Das will ich eigentlich dann wiederum nicht. Deswegen muss ich hier, ich packe euch gerne den polnischen Bus, wenn ich ihn nochmal finde, in die Videobeschreibung. Aber die Elektromod müsst ihr euch leider Gottes über Google und Co. selber besorgen. Weil, wie gesagt, ich nicht schuld dran sein möchte, falls, wie gesagt, irgendwas schief geht und ihr dann irgendwelche nicht so schönen Sachen auf dem Computer habt. Ja, also von daher, seid mir da nicht böse, habt ein bisschen Verständnis dafür, dass auch ich mich da hier mal so, immer so ein bisschen absichern muss. Und ja, gut. Wie spät ist es? Haben wir Abfahrt? Ja, wir können abfahren. Deswegen springen wir mal wieder rein, machen die Tür zu. So, das wird gleich ein bisschen ruckelfreier. Ich weiß nicht, das liegt hier irgendwie in Spandau. So, sobald wir die Kurve geschafft haben, läuft's denn? So. Auf jeden Fall, was man dazu sagen kann, der Bus fährt sich sehr, sehr eigen. Ja? Also es ist nicht wie der normale Solaris, ja, den ich lieben gelernt habe. Ja? Für mich ist Solaris das Nonplusultra im Busfahren. Ihr wisst das. Also wer mich jetzt schon eine ganze Weile verfolgt, der weiß, dass ich ein riesen Solaris-Fan bin. Und wenn es mal irgendwann mal so einen richtig schönen DLC gibt für die Urbino Stadtbusfamilie der dritten Generation, ist instant gekauft. Ja? Also da gibt es kein Wenn und Aber. Allerdings, wie gesagt, hier hat man auf jeden Fall nochmal gefühlt, nochmal den Bus von Altair nochmal ein bisschen verbessert. Der fühlt sich halt anders an. Guten Morgen. Ja, er fährt sich Nein. jetzt anders. Gerade Hallo. der Elektrobus hier, der ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, weil der braucht halt extrem lange, bis er anfährt. Also du musst hier wirklich schon richtig gut timen können, damit das Ganze hier passt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, damit das hier Ganze passt hier und man eigentlich dementsprechend nicht den Berg rückwärts runterrollt. Obwohl, jetzt gerade, jetzt gibt er sich Mühe. Vielleicht war auch der Bus gerade, den ich hatte. Guck mal, zack, bam! Ja. Als ob sie hier die Probleme gegeben hätte. Ich habe keine Ahnung. Da fehlt mir wahrscheinlich irgendein Fahrzeug oder sowas. Ja, er nimmt auch noch auf. Hätte sein können, dass die Festplatte leer ist oder sowas. Ja, dementsprechend jetzt nicht mehr aufnimmt. Nein, wie gesagt, da wird mir irgendein Fahrzeug fehlen wahrscheinlich. Irgendein Zug oder sowas. Weil, wo ich den Bus nämlich in der ersten Session mir angeguckt hatte, war der sowieso schon fast leer gewesen. Also, irgendwas war wahrscheinlich mit dem Bus nicht in Ordnung gewesen. So, guck mal, wir müssen jetzt nämlich woanders lang. Wir fahren jetzt nämlich nicht rechts rum da zur Haltestelle, sondern fahren jetzt geradeaus weiter. Frühmännerpark. Ja. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, muss man sich an den Bus jetzt hier erstmal so ein bisschen gewöhnen. Ja, aber wenn man weiß, wie man den handhaben muss, ja, da funktioniert der extremst gut, ja. Und dass ich mal hier mit einem anderen Modell vom Solaris fahre, ist fantastisch. Die Urbino Stadtbusfamilie, also dieses Familienpack, was ihr euch da runterladen könnt, beinhaltet natürlich nicht nur den 12er, sondern der bringt auch den 15er mit, der relativ selten ist, und den 18er als Gelenkbus, ja. Mit verschiedensten Ausstattungen, sage ich jetzt mal, ja, also sei es ZF, mit Void, mit Euro 6, mit Euro 4 und so weiter und so fort, ja, mit verschiedenen Repaints und so weiter, ja, und wenn ihr, wie gesagt, euch dieses Paket dann hier runterladet, dann habt ihr zudem halt nochmal das Elektro-Repaint, müsst euch da nochmal einen neuen Ordner erstellen und dann habt ihr den Elektro-Bus denn. Wenn ihr das Ganze dann praktisch überschreiben lasst und so weiter und so fort. Oh, kommt die Nummer noch mit hier. Ja, genau. Das kommt dann halt alles mit dazu. Und dann habt ihr eigentlich mit Solaris erstmal soweit ausgesorgt. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Wir werden natürlich die Leitstellenfahrt dementsprechend darauf vorbereiten, dass halt wirklich auch nur ausschließlich diese Busse benutzt werden. Also ich werde die Leitstelle auf jeden Fall darauf informieren, dass halt nur diese Busse hier ausgegeben werden. Nur Hybrid- und Elektrobusse. Damit wir halt wirklich mal so richtig schöne Mottofahrt haben. Wäre einfach mal nicht so verkehrt, ne? Die Stimme. Hier sind ja eingesprochene Ansagen. Der klingt wie der Philipp Let's Play. Kann das sein? Oh, ich hätte hier eigentlich schon mal links weiter tippen müssen. Kirchhofstraße. Das ist er, ne? So, kommst du rein? Morgen. Morgen. Alle drin? Ja, gut. Super, leider nicht so schön. Das ist eine ganz normale Autohupe. Eiswerder Straße. Ist er das? Ist er das nicht? Spandau Real?
Wer weiß, wer die Ansage gesprochen hat, der nutzt mal bitte die Kommentarfunktion. Schreibt das mal unten rein. Aber also ich würde fast behaupten, ja. Hier mit unserer Schutzscheibe hier noch dazwischen. Ich glaube, ich habe einen neuen Liebling gefunden. Neue Bergstraße. Also wenn er es nicht ist, dann hat er auf jeden Fall eine sehr ähnliche Stimme. Das ist Wahnsinn. Ja, sonst, wie gesagt, die Linie Spandau Real, die gibt es natürlich zum Runterladen. Es wird nochmal extra Content, einiges an extra Content noch benötigt. Das war einmal so der Graus davor gewesen, mir diese Linie halt anzuschauen. Aber letztes Mal habe ich mich da mal reingesetzt und habe mir mal so ein paar Karten mal wieder so rausgesucht gehabt, welche wir bis dato noch gar nicht so auf dem Kanal hatten. Ja, und Spandau Real war da mit bei. Zumal auch nur ein paar Mal in den Kommentaren sogar stand, schau dir nochmal Spandau Real an. Und ja, jetzt können wir ja sagen, jetzt haben wir. Havelschanze. Hallo. Morgen. Hallo. Grüß miteinander. Grüß, grüß. Der kommt auch deutlich, also wie gesagt, der Bus vorhin, also den ich zum Anspielen getestet habe, der muss kaputt gewesen sein. Der andere ist bei weitem nicht so schnell angefahren wie der jetzt hier. Ist ja Wahnsinn. Der fährt sich komplett anders als eben gerade vor 10, 15 Minuten, wie ich den gefahren bin hier. Ich weiß noch, ich bin genau hier an der Haltestelle. Bin ich rückwärts runtergerollt. Weil der nicht angefahren ist. Und scheinbar ist diese Steigung hier so extrem, dass Hallo. Der Bus dann halt Hallo. Dementsprechend nicht Hallo. Vorwärts kommt, ja? Also, Wahnsinn. Ja, als ob nie was gewesen wäre. Und ich habe erst gedacht, ich habe einen Rückwärtsgang reingemacht oder sowas, weil der dann halt nach hinten gerollt ist, aber wie schnell. Ja, alles mysteriös hier. Seine Stimme. Heieiei. Ist nochmal gut gegangen. Grün werden. Ja. Also, wie gesagt, neben dem Volvo gibt es jetzt auch den Solaris.
der in der Leitstelle Fahrt erlaubt ist. Ja, morgen. Morgen. Toll. Kaffee Hakenfelde. Das ist so zum Beispiel so eine Ecke. In Spandau war ich noch nie. Noch nie war ich hier. Wenn du... Ja, vorne in dem Kreisverkehr, ja, so ein Stück reingefahren bist, da wo wir lang gefahren sind. Da war damals mein Spezialist gewesen, wo ich immer meine Konsolen lassen hab cracken. Ja, früher mal. Und genau, da musste ich immer nach Spandau. Aber sonst, weiter bin ich hier nie reingefahren hier. Ja. Achso. Rauchstraße. Stimmt. Wir sind ja gerade an der Rauchstraße gewesen. Oh. What? Was war denn da los gewesen? Hallo. Da müssen wir wohl gerade so ein bisschen was kaputt gemacht haben. Steigen wirklich alle aus. Ist ja unglaublich. Die Haltestelle, die war hier. Entweder bin ich zu blöd mit dem Spiegel rangekommen oder irgendwie sowas. Schon echt hübsch gestaltet hier, ja. Ach, mein Spiegel ist auch kaputt. Spiegel sage ich schon, mein Blinker. So, einfach mal instant den Blinker kaputt gemacht. Aber komm, da muss doch das Haltestellenschild da viel zu dicht an der Straße gestanden haben. Also wenn wir hier schon das Häuschen in die Erde versenken... Hier ist ein Bürgeramt, ja. Ist hier an der Stelle hier Hugo-Kassierer-Straße, Ecke Rauchstraße, wirklich ein Bürgeramt? Wäre gerne mal so interessieren, wie realistisch ist das Ganze so? Also wie... Weil das heißt sehr real halt, ne? Also... Hallo. Grüße. Morgen. Einfach mal instant den Blinker erledigt. Spandauer Seebrücke. Spandauer Seebrücke. Es ist schon geil gebaut hier, ja? Mit den ganzen...
Morgen. Hallo. Morgen. So, warum mag der jetzt so viel Verspätung schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja geil. Daumstraße, Benaniastraße. Also, ist hübsch gebaut, das muss ich mal lassen. Also ich gucke mir das ja gerade selber so mal an, weil, wie gesagt, das ist ja für mich auch erste Mal, dass ich die Karte jetzt halt so sehe. Das ist eine schöne Karte geworden hier eigentlich. Wahrscheinlich mit Originalansicht war es wahrscheinlich noch ein Tick geiler. Schon wieder? Der ist da irgendwann nicht in Ordnung. Guck mal, wie weit ich wegstehe davon. Ich bin noch nicht mal nah dran. Ne? Also hier muss irgendwas kaputt sein. Ich stehe ja nicht mal nah dran. Ich würde es verstehen, weißt du, wenn ich da jetzt genau dann am Bordstein stehen würde. Mysteriös. Nächstes Mal bleibe ich einfach hier auf der Straße stehen hier. Dann sollen sie aussteigen. Also auf jeden Fall muss ich sagen, der Bus fährt sich richtig angenehm. Der Bus ist großartig geworden. Also dafür, dass es nochmal eine Zusatzmod ist hier für den Bus, wirklich gibt es einen fetten Daumen nach oben. Also ich finde die Mod richtig genial. Vielleicht noch ein bisschen so Start-Stopp-Automatik wäre natürlich noch eine geile Sache gewesen. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt auch eine Start-Stopp-Automatik hätte. Ja, wie gesagt, dafür bin ich einfach zu wenig in Berlin mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Um das halt zu wissen. Aber so muss ich wirklich sagen, das fühlt sich richtig angenehm. Hat einen schönen Sound, klingt nach Elektro auf jeden Fall. Ist alles sehr aufgeräumt, fühlt sich alles sehr rund an, schöne große Spiegel. Das ist immer so ein bisschen, was mich bei dem Solaris von Altair immer so ein bisschen gestört hat. Die Spiegel waren immer relativ klein gewesen. Ja, du hast immer kaum irgendwas, musst halt immer genau hingucken. Hier sind sie schön angepasst halt. Ja, also, es sieht hübsch aus, auch vom Innenraum und alles sowas. Also, bustechnisch muss ich wirklich sagen, ganz, ganz großes Lob dafür. Also, ja, machen wir die Haltestelle auch noch kaputt. Bin gezeichnet jetzt, ja. Guten Tag. Auch, wie gesagt, Schönheit. Dass man hier auch dann nicht jetzt einfach nur den Solaris jetzt so genommen hat und jetzt ein bisschen Elektro da draus gemacht hat, sondern dass sogar in der Anzeige halt das alles jetzt wirklich mit Elektro jetzt so ausgestattet ist, mit der Batterie und alles was, ja. Mit dem Bootvorgang, ja, vom Starten des Hybridbus, ja. Der Weg, Daumstraße. Also da muss man wirklich mal richtig, richtig tollen Lob aussprechen. Ja, also wirklich. Ja, die Karte an sich, das ist mal die andere Art Spandau mal zu sehen wahrscheinlich, ja. Also wenn du halt immer nur gefühlt Standard-Spandau fährst, ja, dann ist es mittlerweile öde. Ihr wisst selber, ja, das kann man mittlerweile echt nicht mehr sehen. Hier, das ist
auch scheinbar Spandau. Ich kenne die Ecke gar nicht mehr, deswegen kann ich dazu echt nichts mehr sagen. Das Ganze hier real ist, aber sonst würde man die Karte wahrscheinlich nicht Spandau real nennen, wenn sie jetzt nicht real wäre. Ja, also das wäre natürlich ein Oberfehl, wenn man das macht. Von daher glaube ich schon, dass das Ganze hier so passt. Eingesprochene Ansagen, wirklich fantastisch, dass man hier sich wirklich selber reingesetzt hat und die Ansagen dann einsprechen lassen hat oder eingesprochen hat. Aber das war jetzt nicht die Stimme von Philipp Let's Play. Aber wie gesagt, also sie kommt auf jeden Fall sehr, sehr nah ran da, ja. Somit sind wir jetzt in U-Bahnhof Haselhorst hier angekommen. Ja, also was soll ich sagen? Ich finde es klasse, die Karte macht Spaß. Müsste man sich jetzt nochmal noch die anderen Linie angucken. Wie gesagt, so einen kleinen Fehler weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ein Bus oder ob das jetzt eine Karte ist. Ja, aber auch hier kann man wirklich sagen, das ist eine sehr schöne Karte. Man sieht spannender mal aus einem anderen Winkel. Ja, so wie man es ja sonst im Standard-Content natürlich nicht kennt. Und von daher, klasse Arbeit. Klasse Arbeit. So, im Großen und Ganzen, ja, war es doch eine relativ schöne Fahrt. Außer, dass wir hier zweimal die Dingsheads zerstört haben, aber naja, so sei es. Auf jeden Fall ist die Folge damit zu Ende. Ich bedanke mich, dass du dabei warst und freue mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen zu einer weiteren Folge Omsi. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Seid mir nicht böse, dass ich den Link hier unten nicht mit reinpacke, aber ich will mich halt nur selbst absichern. Wie gesagt, den polnischen Link, denke ich mal, habe ich keine Probleme mit, den kriege ich unten rein. Aber die Elektromods, die müsst ihr euch leider mit Google selber suchen, weil ich will mich halt nicht, ich will nicht daran schuld sein, dass ihr euer System kaputt macht. Und von daher, nehmt es mir bitte nicht übel. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.